werde, wie wir alle, des Öfteren gefragt, was hat auch mitgeholfen, dass Deutschland bis hierhin so vergleichsweise gut hat durch diese Pandemie kommen können. Und dazu gehört der Umstand, dass wir gute Testkapazitäten von Anfang an hatten, auch sehr hohe im Vergleich auch mit anderen Ländern, also sehr früh einen Blick bekommen könnten für das, was passiert. Dazu gehört der Umstand, dass 6 von 7 Covid-19-Patienten ambulant behandelt werden können, die milderen Verläufe, damit die Kliniken sich auf die schwereren Verläufe konzentrieren können. Dazu gehört, dass wir traditionell eine sehr, sehr hohe Kapazität auch an Intensivbetten haben und eine sehr, sehr gut ausgestattete Universitätsmedizin. Und das haben wir gerade ja auch aus dem Alltag, aus der Station heraus, hier aus den Erfahrungen in Hannover an der MHH lernen können. Aber dazu gehört eben auch, dass wir exzellente Wissenschaftler haben, hier in Deutschland weltweit anerkannt, sehr gut vernetzt, international sehr gut vernetzt, wie wir einmal mehr erfahren konnten, aber auch innerhalb Deutschlands gut vernetzt in den verschiedenen Zentren der Wissenschaft. Im Übrigen ja auch hier in Niedersachsen, noch in Braunschweig mit dem Helmholtz-Institut zur Infektiologie, auch ein sehr, sehr starkes weiteres Standbein und darüber hinaus in der Universitätsmedizin auch. Und all das hat mitgeholfen, dass wir bis hierhin so gut haben, erstens durchkommen können und zweitens vor allem jeden Tag auch neues Wissen generieren können. Ich kann mich noch erinnern, als wir zum ersten Mal über dieses Coronavirus sprachen, auch im Ministerium, im Robert-Koch-Institut mit anderen, wie wenig damals bekannt war, wie viel mehr wir heute wissen über dieses Virus, wie es sich überträgt, was es macht. Und gleichzeitig haben wir gerade schon gespürt, es sind noch mindestens so viele Fragen offen, wie schon geklärt sind. Und deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, auch weiter zu forschen. Und deswegen vielen Dank auch für diejenigen, an diejenigen, die das hier mit großem Einsatz und Engagement machen, forschen, was medikamentöse Therapien angeht, aber auch was jetzt ja in Bälde startend mögliche Impfoptionen angeht. Wir werden mit diesem Virus leben müssen, zu leben lernen müssen, solange bis wir es tatsächlich über Medikamente, Therapien oder noch besser einen Impfstoff dann eben auch besser unter Kontrolle haben und vor allem eben die schwersten Verläufe, diejenigen, die das Gesundheitswesen unter Stress setzen, vermeiden können. Und es war tatsächlich eindrucksvoll mit dem ja auch ersten Patienten hier für Sie, der tatsächlich auch beatmet werden musste, sprechen zu können, auch über seine Erfahrungen. Und vor allem das Risiko, das uns ja auch aus anderen Ländern beschrieben wird, dass man im ersten Moment auch als Patient selbst unterschätzt, dass das, was das mit einem selbst macht, für einen selbst bedeutet. Und das Risiko sehr, sehr groß ist, dann zu spät möglicherweise tatsächlich auch erst die Hilfe in der Klinik zu suchen. Einer der Gründe, auch daran forschen wir ja, warum wir möglich machen wollen, auch deutlich früher über Apps, auch über Monitoring-Systeme die Patienten jeden Tag zu begleiten, um mögliche Verlaufsveränderungen festzustellen. Also vielen Dank für den Eindruck. Das zeigt einmal mehr, es ist wichtig, dieser Tage Videokonferenzen zu haben und Telefonschalten. Aber es ist eben mindestens genauso wichtig, einen Eindruck vor Ort zu bekommen, unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln. Und deswegen vielen Dank für die Gelegenheit heute hier in Hannover.